Liebe IB-Fans, ganz herzlich willkommen, und zwar direkt aus dem Flugzeug unterwegs nach Astana. 10'000 Meter über dem Boden und auf einer Reise, die 4'500 Kilometer umspannt. Wir sind unterwegs, die Spieler die sind sich schon ein bisschen am Erholen, die spielen noch Spiele. Und bei uns ist jetzt jemand, der erst seit etwa einem Monat bei uns ist, der Kevin Mbabu. Und das Interview, das machen wir auf Englisch. Kevin, welcome. Thank you. A very long travel. We're going to be on our way for another 6 hours. Is this the longest trip you've ever been on as a footballer? One of the longest. A few years ago, I went to Armenia with Servet for the Europa League as well, and it was really long as well, but I think this one is going to be one of my longest journey. You're playing games, some of you are reading. Is that what you're going to do for the next 6 hours? We've been playing Mario Kart and I think that I'm going to watch some movies and then sleep a little bit. I've noticed that you've really fit into the team very well. The young guys, Dennis Zakaria, Linus, Leonardo and the others, they've taken you up very well. I already knew some players before I came, so it was easier for me to get into the team. Really, like in 2-3 weeks, I was like I've always been here, so I'm really happy with that. You came from Newcastle, a huge club, of course, in England, even though they were relegated. Tell us why you decided to come to Bern. It's because I was looking for a club who could give me some game time and some good football. And EBA is a club that plays for the title every season. It's a stable club. And also they play Europa League, so it'll be good, really good experience for me to improve as a player. A year ago yesterday, your first game ever as a Newcastle player against Chelsea. If you remember that, what kind of a game was it? It was just crazy. It was like a dream coming true. And one of the best atmosphere I ever played. And it's just something I will never forget. You played a very, very good game there, but then you had really bad luck with injuries. And do you think if you didn't have those injuries, you'd still be in Newcastle? Well, you know, it's difficult to say, but probably if I didn't have all these injuries, I would have got some more game time with in the Premier League, because there was a lot of injured players at this time. But now it's on the past, and now I need to focus on the future with Young Boys. Future with Young Boys will be at least this season. The deal is for this season. Have you spoken to Rafa Benitez yet? Does he want you back after the season, or can we keep you for another while? I haven't really spoke to him. He just said good luck and you need to some good experience. And so I would just focus to play well this season. And then we'll see what happens with Young Boys and Newcastle. Played one game in the cup, obviously that's not enough for you, you want to play more. How do you feel? When do you think you can break into the first 11? I need to be patient. I just came like a month ago and I haven't played a lot this season because of my injuries. So I have to take it step by step. Even it's a little bit frustrating because I really want to play, help the team. But I need to be patient and keep working hard. When we watch you play, we like to see the way you play. You have a physical style, you're a very offensive, aggressive player. Is that what you can bring to a team? I can bring my physical side. I'm powerful, I'm fast. I'm somebody who like always work hard for the team 100% all the time, and I go forward a lot. I love going forward, but I also defend their hearts to beat, and hopefully I can bring this to the team and we can have some success, some wins. Okay, now the next game will be, like I said, in Astana, all very special, far away. What are the goals we have for this game? Obviously, because we didn't start really well, because we lost 1-0 against Olympiacos, so we really need to win to get back, because we want to get through the group stage. So we will need to win this game, and hopefully that's what we're going to do, and we can come back in Switzerland with 3 points. What do you know about this team, Astana? I don't really know much about this team, but I know they have 2-3 good players that are really good on the ball, but I don't know very much of that team. I just know it's Astana in Kazakhstan, that's it. But we know what we can do, and I think we're confident that we can win.
Yeah, obviously we have a really strong team, even though there's a few injured players, but we've seen the last few games that we played really well. We just need to score that goal, but I think it will come, and we have some good chance to have a good win. Okay, Kevin, thanks a lot and good luck. Thank you. Adi Jütter, IB hat turbulente Wochen hinter sich. Für alle ist es streng gewesen. Wie ist es dir gegangen? Wie hast du deine Tage verbracht? Ja, wir haben das ja alle mitbekommen, was passiert ist in den letzten zweieinhalb Wochen. War in Unruhe natürlich und turbulent jetzt. Trotz allem habe ich mich versucht, mit der Mannschaft auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist auf dem Platz Leistung zu bringen, Ergebnisse zu bringen. Dass es bei allen nicht ganz spurlos vorbeigegangen ist, hat man auch irgendwo gemerkt. Aber trotz allem habe ich eine Mannschaft vorgefunden, die tagtäglich sehr fokussiert war auf das Training, auch bei den Spielen versucht hat, das Bestmögliche herauszuholen. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wie groß war der Austausch schon mit dem Christoph Speicher als neuer Sportchef seit dem Donnerstag? Ja, regelmäßig an einem Nachmittag, Freitagnachmittag, haben wir uns dreieinhalb Stunden intensivst ausgetauscht, wie auch unsere Zusammenarbeit in Zukunft ausschauen sollte. Und ich denke, dass wir mit nach dem Abgang von Freddy Pickel mit Wushu-Speicher sicherlich den richtigen Mann auch gefunden haben, der Identifikation mit dem Verein hat, der nicht nur Kapitän war, sondern eine Identifikationsfigur ist. Ich glaube, das tut dem Verein auch gut, dass wir auch wieder Ruhe innerhalb des Vereins hineinbekommen. Ruhe soll entstehen auf dieser etwas längeren Reise als Schuschalbe. Das Spiel in Kasachstan, 6,5-stündige Reise, die wir jetzt gerade in Angriff nehmen oder bereits in Angriff genommen haben. Wie bestreitet Adi Jütter die? Ja, ich habe ja auch Zeitschriften mit, werde vielleicht ein bisschen Musik hören, vielleicht die eine oder andere Stunde, wo ich vielleicht die Augen mal zumache. Ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass man in der Europa League eine Reise hat mit mehr als 4.500 Kilometern, 6,5 Flugstunden unterwegs ist. Aber es gibt auch die Möglichkeit, kommunikativ zu sein, sich gegenseitig oder mit anderen Leuten auszutauschen. Und die Zeit sollte man auch nutzen. Kasachstan ist ein Exot für Fußballfans. Man begegnet sich auch als Nationalmannschaft. Dann weiss man, die Clubs, die seit ein paar Jahren in den europäischen Wettbewerben in Erscheinung treten, wie einfach ist es, an Informationen zu gelangen über die Spielweise vom FC Astana? Ja, es gibt natürlich viel Bildmaterial. Durch die Spiele ist natürlich eine Mannschaft, die sicherlich nicht diesen absoluten Stellenwert hat, aber die Fakten sprechen auch für die Mannschaft von FC Astana. Sie haben in den letzten 9 Pflichtspielen international kein einziges Spiel verloren. Sehr, sehr heimstark. Haben letztes Jahr in der Champions League Gruppenphase mit Benfica Lissabon, mit Atletico Madrid, mit Galatasaray Istanbul 3 überaus starke Gegner erwischt und haben davon 4 Punkte gemacht. Alle 3 Heimspiele unentschieden gestaltet. Jetzt auch gegen Celtic Glasgow zu Hause unentschieden gespielt. Ist eine Mannschaft, die von einem bulgarischen Trainer gecoacht wird, die unterschiedliche Systeme spielen können. Also eher eine Unbekannte, aber wenn man dann das Bildmaterial genau anschaut, ist es ja eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Ich nehme an, da hast du auch auf die Arbeit vor der Scouting-Abteilung können verlassen. Ist der Stefan Schappi selber dort gewesen, weißt du das? Nein, das war eine Reise, die wir uns nicht angetan haben. Wie gesagt, wir nehmen auch sehr viel Bildmaterial immer mit durch die Videos, wo die Mannschaften, so wie das FC Astana, manchmal zu Hause, manchmal auswärts, wie sie dann unterschiedlich auch agieren. Deswegen sieht man auch in den Bildern immer mehr. Wenn man natürlich vor Ort ist, kann man mehrere Sachen natürlich auch beurteilen und bewerten. Wie ist das Publikum, wie ist grundsätzlich die Arena dort, wie ist der Rasen und so weiter. Aber wir haben uns entschlossen, niemanden dorthin zu schicken, sondern uns auf das Bildmaterial zu verlassen. Das Bild machen kann man sich ja auch morgen machen, wenn man das Abschlusstraining bestreitet im Stadion. Ist da auch die Vorfreude auf ein neues Stadion, das man zuerst mal sieht, ist die auch bei einem Staff, der sich natürlich professionell auseinandersetzen mit der Partie, aber trotzdem auch da irgendwie durch? Auf alle Fälle. Ich denke, jedes Stadion hat irgendwo seine Eigenheit. Und beim FC Astana ist es so, dass das Stadion auch zugemacht werden kann. Das heißt, vielleicht ist eine Atmosphäre vielleicht ein bisschen intensiver. Grundsätzlich, was der Belag betrifft, ist es natürlich auch ein Kunstrasen, wo für uns jetzt nicht die große Umstellung sein wird. Ich glaube, da tun sich andere Mannschaften einfach viel schwerer. Und das sollte jetzt für uns absolut kein Nachteil sein. Also, wir wünschen noch gute Reise und merci vielmals. Danke, danke ebenfalls.